Moin moin, und da sind wir wieder in Arcania. So, ich habe die Auflösung jetzt mal auf 180p runtergestellt. Nicht wegen Framerates oder irgendwas dergleichen, sondern um das UI etwas größer zu haben. Vor allem die Minimap, das finde ich momentan etwas ansprechender. Ich sehe den Unterschied. Videoauflösung wäre so oder so 180p gewesen. Vielleicht sieht es jetzt auch sogar im Video besser aus. Werden wir mal sehen. Erstmal erkunden wir so ein bisschen die Höhle. Interessant, was die hier für leuchtende Pilze haben. Die müssen doch bestimmt lecker sein. So, hier sind wir also im Dunkelwald. Ah, okay. Nicht Richtung Osten, okay. Da hinten haben wir einen Wolf. Komm, zoom. Okay, Pfeile schallen auch einen. Eine Flugrichtung zu haben. Au, den Köter. Na, komm her, komm zu mir. Ich verschieße hier meine ganzen Pfeile. Sind teuer. Aber zumindest haben die Wolfszene dabei alchemistische Zutat, die der Kämpfergilde zufolge verleiht eins einmal einer Wolfsheim ihrem Elixier den letzten Schliff. Okay. Nehmen wir mal so hin. Da haben wir noch einen. Okay, hier sind wir jetzt am Türchen. Was wahrscheinlich zu ist, oder? Boah, ist das neblig. Hallo, lieber Wolf. Wie geht es uns denn heute? So, klappt sehr gut. Das. Ja. Einweichen der Gegner mit Pfeil und Bogen und dann am Ende fertig machen mit dem Messerchen. Ich glaube, der hat was gehört. Hast du auch was gehört? Ja, der hat was gehört. So, jetzt nochmal schnipp schnapp. Zumindest kann man jetzt die Texte so ein bisschen besser lesen. Das hilft auch. So, das waren die Wölfe, die ich hier oben hatte, ne? Ja. Hatte ich jetzt eigentlich beide Wölfe abgesucht? Naja, hier liegt zumindest noch der Kadaver. Sieht danach aus. Verirre ich mich hier schnell. Alles so grün, alles gleich.
Was haben wir denn hier? Noch eine Höhle. Oh. Was ist denn hier drin? Die sind alle tot, oder? Ja. Gibt zumindest eine Truhe. Uruk-Schande? Wespenring. Ein kleines Tigerauge in Gestalt eines Wespenkopfes in der Fassung eingelassen. 5 Lebensenergie und 2 Fährenkampf. Das klingt gut. Wolle, das nehmen wir mit. So, kann ich hier eigentlich... Kann ich rein? Da ist aber nichts. Gibt es etwas zu lesen? Ja. Diese Stachelkeule gehörte einst Uruk. Als er auf Verschier aus Versehen Knuts Vater erschlug, trug er seine treue Keule in den Dunkelwald und schwor, sie nie wieder anzurühren. 22 Nahkampfskraft. Das klingt gut. Nehmen wir mal. Probieren wir mal aus. Wir wollen ja meist gar nicht viel im Nahkampf uns befinden. Dann könnte das ein guter Weg sein, um ja Gegner fertig zu machen. So, da ist ja noch ein Wolf. Mann, ihr sprießt hier aber geradezu aus dem Boden. Und ich habe das Gefühl, die Nahkampfkraft, Fernkampfkraft durch den Ring macht sich jetzt schon bemerkbar. Wo ist er denn? Da. Wo ist der andere? Ich habe hier doch deinen Kumpel gesehen. Da. Komm her. So. Bam. Ob Uruk uns was zu sagen hat, dass wir jetzt seine Keule haben. Hier noch Gegner. Nö. Aber schön, dass man fürs Erkunden auch mal belohnt wird. So gehört sich das für ein Rollenspiel. Ja, sehr schön. Jetzt gibt's Frame Drops. So, ganz viele Heilpflänzchen. Die dürfen wir doch ganz bestimmt mitnehmen. Da wird auch keiner sauer. So, das scheint die eigentliche... Ah, Mana-Pflanzen. Sehr schön. Heilpflanzen nehmen wir mit. Wir wollen ja nichts verkommen lassen. Kann man sich doch bestimmt später Tränke draus brauen, oder? Da unten sehe ich so gerade nichts. Beil. Kann ich das mitnehmen? Nee. Ja, dieser Busch hat Parkinson. Wie der Rest ja auch. Okay. Dann auf zur Hexe. Ampulle. Nochmal Almas Bester. Hä? Was gibt's, hä? Nix, hä? Na? Angst vor Lyrka, der Hexer aus dem Dunkelwald, hä? Ich hab keine Angst. Mag sein, mag nicht sein. Meine Nase sagt mir, mag sein. Diego schickt mich. Ja, ich weiß.
Ich habe Kräuter für dich. Gib sie mir, hä? Die scheint sehr guten Stoff zu haben. Hier hast du die Kräuter. Ich gehe dann wieder. Gehen? Nein, du bist nicht nur wegen der Kräuter hier, hä? Diego hat aber nichts anderes gesagt. Hat er nicht, hä? Er hat aber versprochen, dass er dich schicken würde. Ja, das hat er. Warum sollte er? Weil ich ihn drum gebeten habe, hä? Du? Warum? Weil ich etwas gespürt habe, gleich nachdem sie dich gefunden haben, hä? Etwas, das geweckt werden muss. Diego hat uns also gezielt zu ihr geschickt. Du hast etwas gespürt, gleich nachdem sie mich gefunden haben? Wie meinst du das? Alma ist nicht deine Mutter, hä? Doch, da bin ich mir sicher. Ist sie nicht? Sie hat dich am Strand gefunden, nach einer stürmischen Nacht. Das glaube ich dir nicht. Frag sie, wenn du wieder im Dorf bist, hä? Oh mein Gott, sie ist nicht unsere wirkliche Mutter. Dafür war sie auch viel zu nett. Gespürt? Etwas, das geweckt werden muss? Ich verstehe kein Wort. Da schlummert was in deiner Brust, hä? Eine Kraft, eine magische Kraft. Nicht, dass ich wüsste. Doch, doch. Ich kann sie spüren, hä? Sie muss nur geweckt werden. Wie? Mach einfach die Augen zu, hä? Okay. Die Kraft wird mit uns ein. Gut, ich vertraue dir. Die Macht. Siehst du, ich mach die Augen zu. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, hä? Wieder wach, hä? Wie lange habe ich geschlafen? Oh, ein paar Tage. Ein paar Tage? Magie wecken dauert eben, hä? Kann ich jetzt zaubern? Vielleicht. Vielleicht auch nur magische Schriftrollen verwenden, hä? Wo sind wir hier? In einer Höhle, unter dem Dunkelwald. Ich kenne diese Höhle. Aus deinen Träumen, hä? Ja, genau. Was machen wir hier? Willst mir einen Gefallen tun, hä? Einen Gefallen? In der Höhle sind Wühlböcke. Viele Wühlböcke, hä? Mit Stahl allein sind die nicht zu töten. Ein Wühlbock kann sich in seine Schale zurückziehen wie eine Schildkröte. Aber das kannst du mit Blitzen vereiteln, hä? Mit Blitzen? Hier, nimm die magischen Schriftrollen, hä? Töte die Wühlböcke, denn sie machen meine Bäume krank. Und vergiss die Königin nicht, hä? Gut, mach ich. Wenn du keine Schriftrollen mehr hast, kommst du zu mir. Ich geb dir neue. Aber nicht verschwenden, hä? Okay. Ein paar Tage. Das fällt auch niemandem auf. Naja. Hast du noch ein paar magische Schriftrollen? Hast selbst noch genug, hä? Gar nicht. 30 ist doch nix. Du hast Zauberspruchrollen erhalten. Ziehe sie aus dem Inventar auf die Schnellleiste und rüste sie von dort aus, wann immer nötig. Drücke linke Maustaste, um den ausgerüsteten Spruch zu zaubern. Dann schauen wir doch mal ins Inventar. Schriftstücke. Legen wir mal hier auf die 3. Spruchrolle. Wirkt einen einmaligen Zauber Blitzschlag, der 14 Schaden verursacht und das Ziel für 4 Sekunden elektrisiert. Was das Ziel lebt. Okay. Die kosten dann keinen Mana, Schriftrollen. Aber ja, diese Höhle sieht nach der aus, die wir tatsächlich im Traum hatten und Robert der Dritte waren. So, vielleicht können wir sie ja schon mal einweichen. So, da war noch kein Blitz nötig.
Was haben wir denn da für Dinger? Ah, Erdkrabbler. Komm mal her. Ja, gegen die Dinger ist diese Keule wunderbar. Schön, wie die Pfeile stecken bleiben. Das ist ein Detail, das ich sehr zu schätzen weiß. So, erstmal hier den kleinen. Der Rest ist rausgekommen. Mist. Okay, Nahkampf. Okay. Rest ist weg. Und jetzt zum eigentlichen Ziel. So, du Wühlbock. Sei nicht so bockig und... Oh Gott, dieser Junge. Trifft so nach nix. Das war nur Glück. Okay, Point-Blank-Schüsse. Diese Erdkrabbler scheinen nicht viel Schaden zu machen. Brauner Chitinpanzer. Zu einer feinen Paste zerrieben, lässt sich aus dem Chitin ein Wirkstoff gewinnen, der Konzentrationsvermögen erhöht. Klingt nach etwas für Magier. Ja, das ist hier definitiv die gleiche Höhle. Da dachten sich wohl die Entwickler, ach, das... Die nehmen wir zweimal. Hey! Die Erdkrabbler können auch noch wirklich in den Boden. Wenn man nicht aufpasst, machen die doch ein bisschen Schaden. Aber zum Glück regenerieren wir im Moment sogar wieder. So, kommt ihr mal zu mir. Oder du. Da ist noch ein Krabbler. Okay. Sieht okay aus. Alles sicher. Was macht ihr hier? Was gibt's? Hast du noch ein paar magische Schriftrollen? Hast selbst noch genug, hä? Die verfolgt uns also hier. Nicht schön. Und wir sind ein bisschen geportelt. Messingring. In diesem Ring sind winzige kleine Runen der Macht eingraviert. Es ist allem Anschein nach das Gesellenstück eines Initianten. Sehr schön. Der Rest ist noch ziemlicher Standard. Wie sieht's mit unseren Pfeilen aus? Die werden weniger, nicht schön. Lebenspunkte und Fernkampf klingt wichtiger. So, ist Oma jetzt schon weiter vorgelaufen? Ah, zu weit. Das war verkehrt. So. Okay. Ja, wir können ihn quasi ausbuddeln. Mit den Spruchrollen. Ob ich den hier treffen werde... Aha.
So, und jetzt hauen wir uns hier dran. So, du bist weg. Ruhe hier. 6 Wühlböcke. Aber wir sollten ja uns ja auch noch um die Königin kümmern. Da machen wir doch mal einen Quicksave. Hat das Spiel schon selbst gemacht. Hier noch was zu finden? Truhe oder so? Nee, nix. Gar nix. Oh, die wird etwas aushalten. Probier was. Ah. So machen wir das. Komm mit mir, mein Freund. Ich bring dich nach Argan. Ja. Da ist was passiert in den paar Tagen. Was willst du jetzt tun? Mich rächen an Robert dem Dritten und seinen verfluchten Paladinen. Du bist ein Grünschnabel. Sie werden dich töten. Soll Ivys Tod ungesühnt bleiben? Und der meiner Mutter und meiner Freunde? Nein, aber was, wenn es einen Weg gäbe, dich zu rächen, ohne gleich ins Verderben zu rennen? Lass hören. Irgendwo hier im Gebirge soll es einen uralten Tempel geben, in dem ein gottgeweihter Amboss steht. Robas Paladine suchen den Tempel. Sie wollen den Amboss nutzen, um Waffen zu schmieden, für ihren Feldzug gegen Argan. Verstehe. Ich soll ihre Pläne durchkreuzen. Genau. Und selbst etwas schmieden, das dir bei deiner Rache hilft. Wo soll ich mit meiner Suche nach dem Tempel beginnen? Auf dem Hügel dort hinten steht die Taverne zur gespaltenen Jungfrau. Dort findest du einen Magier namens Daranis. Er kennt viele alte Geschichten. Rede mit ihm. Vielleicht hat er von dem Tempel gehört. So. Okay, um das jetzt kurz nochmal zu rekapitulieren. Gut, aus unseren Hochzeitsplänen wird nichts. Diego hat uns hier mitgenommen. Und es waren anscheinend myrtanische Schiffe. Mehr als ein. Und warum sind die jetzt auf Veshir vorbeigekommen? Haben alle umgebracht? Das ist ja noch alles okay, aber die Kampfszene danach, die hat mich etwas mehr verwirrt. Wer war das in der goldenen Rüstung und die Statue, die darunter kam? Hä? Vielleicht erfahren wir es noch. Wirst du mich auf meiner Suche nach dem Tempel begleiten? Nein, du musst lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich segel weiter nach Stuark. Wenn du auch in Stuark bist, frag den Wirt der Klippenschenke nach mir. Er wird wissen, wo du mich findest. Na, das werde ich machen. Woher kennst du die Pläne der Paladine? Als ich noch an Robas Hof war, hatte ich immer ein wachsames Auge auf Lord Hagen und seine Männer. Und so manche Magd der Paladine hat mir ihr Ohr geliehen. Wer ist Lord Hagen? Der Heerführer der Paladine. Und ein Mitglied von Robas Hohem Rat. Tja,
heißt, wir sind jetzt auf Rache aus. In dieser kleinen Schaluppe hat er uns rübergebracht. Wunder, dass wir nicht ersoffen sind. Aber Diego weiß schon, was er tut. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wie es aussieht, könnte man jetzt Magie erlernen. Ich bin ja immer noch ein Fan. Mal sehen, ob wir dann den Zauber haben. Einer Punkt kann ja nicht verkehrt sein. Mehr können wir da sowieso im Moment noch nicht. Der Rest geht erstmal in Präzision rein. Ruhigeres Zielen wäre fantastisch. Oh, kriegen wir jetzt noch nicht. Ist aber okay. Da haben wir noch Schriftstücke. Ah, und damit kann ich ihn dann jetzt auf die Schnellwahltaste ziehen. Okay. Schinden, Kettenblitz. Gibt's dann immer nur einen? Naja, wird schon irgendwie Sinn machen. Was steht hier gerade? Achso, gar nichts. Was haben wir hier für ein Kraut? Sonnenbeere. Ja, damit scheinen wir jetzt von der Tutorial-Insel in das Hauptgebiet. Wer weiß. Keine Ahnung, wie groß das jetzt wirklich ist. So, ich habe hier links ein paar Häuschen gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt schon hin will. Oh! Blutfliegen. Ach du meine Güte. Die könnten böse werden. Das Nervige vor allem ist, dass die Fernkampf haben. Au. Und ich da gerne direkt reinlaufe. Aber wir leben noch, dann ist alles gut. Großer Stachel. Diesem Stachel hängt noch die Giftdrüse. Sehr schön. Ach, ganz ehrlich, das Wetter ist gerade so miserabel. Da gehen wir dann doch erstmal in die Taverne. Ja, willst du zu mir kommen? Nein, so nicht. Oh. Habe ich schon ein bisschen Schaden abbekommen. Aber nichtsdestotrotz, die gehen drauf. Aber natürlich, hier sollten die Gegner etwas gefährlicher sein. Ah, da hinten ist eine alte Ruine. Da haben wir also ein Fischerdorf und da hinten eine größere Stadt. Interessant. Oh, Keule. Können wir vielleicht verkaufen, deswegen nehmen wir mit. Apropos, gibt es hier sowas wie... Ich sehe nichts, was einen Hinweis darauf geben würde, dass wir eine Maximalbeladung hätten. Aber ja, was auch dieser Schwierigkeitsgrad hier mit normal angeht. Sagen wir mal so, als dieser Anfangscharakter, der wir sind, hätte man sich beim großen Bruder, dessen Namen wir vielleicht nicht nennen sollten, gar nicht blicken lassen dürfen. Nee, das Wasser macht hier ein bisschen zicken. Das DirectX 8 Wasser will nicht immer. Nur... Angeblich ist das Spiel in DirectX 9, aber gut. Hey,
ich kenne dich nicht. Wie bist du hierher gekommen? Mit dem Boot von Fischir. Und das soll ich dir glauben? Schau runter zum Strand, da liegt das Boot. Ich lass dich durch, aber mach bloß keinen Ärger. Sonst bekommst du es mit uns Holzfällern zu tun. Oh ja, dann spaltest du mich, ja? Ich suche Daranes. Wo finde ich ihn? Im Schankraum oder auf seinem Zimmer. Frag am besten mal Murdra, die weiß bestimmt, wo er steckt. Murdra? Die Wirtin hier. Geh einfach rein, du wirst sie schon finden. Okay. Machen wir. Und tatsächlich, hin und wieder springt die Framerate hier. Das ist unglaublich. Hier haben wir dicke Ochsen. Was haben wir hier? Gold? Rune der Wut. Diese Rune mehrt die Kraft des Anwenders, doch er schert sich nicht mehr um seine Verteidigung. Klingt nicht ganz so toll. Ausdauertrank, was wollen wir damit? Und eine Gurke. Yummy. Da könnte man rüber. Kommen wir hier irgendwo hoch. Erstmal möchte ich kurz hier außen rumlaufen. Was haben wir denn da? Eine Steinplatte. Wer ist das hier? Enos mit dir. Ein Waldläufer. Okay. So. Was da in der Schenke auf uns wartet, sehen wir aber in der nächsten Folge. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.